Hi, hier ist Oliver von MobiFlip und wir haben heute das LG G Flex vor uns. Und zwar handelt es sich dabei um das finale Gerät, welches in Deutschland Anfang Februar exklusiv bei Vodafone auf den Markt kommt. Hier haben wir schon mal die Verpackung und wie ihr seht, gehen wir mal ganz kurz auf die Verpackung ein. LG hat die, also es handelt sich ja um das erste Smartphone von LG mit einem gebogenen Display, daher auch dementsprechend angepasst und sowohl die Ober- als auch Unterseite des Deckels leicht gebogen. Ansonsten weitestgehend Standard, eine schwarze Box, ein paar Spezifikationen auf der Rückseite und der Name des Gerätes auf der Frontseite. Ich hab die Box noch gar nicht aufgehabt, also kam gerade eben erst an. Wir machen die mal kurz auf und schauen mal, was drin ist. So, also da ist einmal das gute Stück, das LG G Flex, welches sich natürlich auch ganz wunderbar der Box und der gebogenen Box anpasst. Das Gerät nehmen wir mal kurz raus, legen es beiseite und beschäftigen uns mal ganz kurz mit dem restlichen Inhalt. Dazu nehmen wir dieses Teil hier raus und wir haben hier eine Kurzanleitung. Wir haben hier Kopfhörer, die sich QuadBeat 2 nennen. Wir haben natürlich ein USB-Ladekabel und den Netzadapter zum Aufladen. Soweit zum LG G Flex Inhalt der Verpackung. Die machen wir mal wieder zu und packen sie beiseite. Und kommen mal noch kurz zum Gerät selbst. Das haben wir uns zwar schon näher angeschaut, aber wir wollen trotzdem noch mal einen kleinen Blick drumherum werfen. Fangen wir mal an mit den Spezifikationen. Es handelt sich hier um ein 6 Zoll großes Display. Die Auflösung beträgt allerdings trotz der Größe nur 720p, also es sind keine 1080p wie beim aktuellen Flaggschiff G2 von LG. Unter der Haube werkelt ein Snapdragon 800, der mit 2,26 GHz auflöst. Das seht ihr auch hier vorne. Ein paar Highlights hat LG dann auf die Displayfolie mit draufgepackt. Wir haben eine 13-Megapixel-Kamera, die sich hier auf der Rückseite befindet. Und ein Akku mit 3500 mAh. Und natürlich das gebogene HD-Pro-LED-Display, welches natürlich das Highlight des LG G Flex ist. Gehen wir mal kurz ums Gerät rum. Wir haben auf der linken Seite weitestgehend nichts, noch einen Eingang für die SIM-Karte. Wir haben auf der rechten Seite auch nichts. Auf der unteren Seite gibt es den Eingang für Micro-USB und die Kopfhörer. Und auf der oberen Seite befindet sich auch nichts. Und das liegt ganz einfach daran, dass LG, wie auch beim G2, den einen Ausknopf auf die Rückseite und die Lautstärkentasten auf die Rückseite gepackt hat. Darüber befindet sich die Kamera mit 13 Megapixel und einem LED-Blitz. Und ja, dann werden wir das Gerät in den nächsten Wochen einfach mal uns genauer anschauen. Was ich auch ganz interessant finde, ist, ich habe mir das Gerät zwar schon angeschaut und in der Tasche gehabt, aber das Display ist im Gegensatz zum Samsung Galaxy Round nicht so gebogen, sondern so gebogen. Sprich, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es in der Hosentasche vielleicht nicht ganz so angenehm zu tragen ist, denn wie ihr schon seht, ist hier eine Lücke drin und das ist nicht die natürliche Beinform. Aber das ist eine Sache, mit der wir uns in den nächsten Tagen beschäftigen werden. Ich persönlich weiß noch nicht so ganz, was ich vom Gerät halten soll. Ich habe es mir auf der CES 2014 ja schon mal kurz angeschaut, weil in den USA kann man das Gerät kaufen. Aber was vor allem auch viele Nutzer halt abschrecken wird, ist zum einen, es ist exklusiv bei Vodafone zu haben und der Preis liegt dann doch schon bei knackigen 800 € ohne Vertrag, was für ein Gerät, welches quasi so außergewöhnlich ist, dann doch schon eher hoch ist. Ich vermute, es handelt sich weiterhin nur um einen, sag ich mal, ersten Versuch von LG, um zu zeigen, man hat die Technik, man kann sie auf den Markt bringen und alles Weitere wird man dann quasi in den nächsten Generationen mit einbauen. Ich pause mal noch kurz an, damit ihr mal kurz seht, wie lange der Bootvorgang beim ersten Mal dauert im Hintergrund und mache dazu die Displayfolie ab. Und da ist auch schon das Gerät. Ich werde das jetzt nicht hier für euch einrichten, großartig. Ich werde mir das jetzt die nächsten Tage näher anschauen. Und dann dementsprechend gibt es weitere Hinweise bei uns im Blog. Ihr könnt uns wie immer gerne einen Kommentar hier bei YouTube oder einen Kommentar im Blog hinterlassen und wir werden dann mal schauen, ich werde dann mal schauen, dass ich dieses beantworten kann. Das Gerät werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage bei mir haben und jetzt nicht unbedingt auf die Ausstattung besonders eingehen, aber was mich interessiert ist,
ändert sich vielleicht beim täglichen Nutzen etwas, wenn man dieses gebogene Display hat. Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, aber lass mich da gerne eines Besseren überzeugen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Das war das LG G Flex, welches ab Anfang Februar exklusiv bei Vodafone erhältlich sein wird. So sieht die Verpackung aus, so sieht das Gerät aus. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.